Im Inzestfall von Amstetten, der große Aufmerksamkeit erregt, steht Josef Fritzl, der zu lebenslanger Haft verurteilt ist, möglicherweise vor einer bedingten Entlassung. Ein Dreier-Senat am Landesgericht Krems berät über diese Entscheidung auf Basis eines neuen psychiatrischen Gutachtens. Zuvor lehnt das Oberlandesgericht Wien eine Verlegung in den Normalvollzug ab, obwohl das Landesgericht Krems anders entscheidet. Das Gutachten der Expertin Heidi Kastner besagt, dass von Josef Fritzl aufgrund von Demenz keine weiteren strafbaren Handlungen zu erwarten sind. Dies und sein angeschlagener Gesundheitszustand könnten zu seiner bedingten Entlassung führen. Der Dreier-Senat in Krems überprüft derzeit die Unterlagen und wartet auf eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft. Eine Anhörung von Josef Fritzl ist möglich, aber unwahrscheinlich. Der Dreier-Senat wird entscheiden, ob Josef Fritzl nun bedingt entlassen wird oder nicht. Bei einer Zustimmung wird gleichzeitig über eine generelle bedingte Entlassung entschieden. Für zu lebenslanger Haft Verurteilte ist eine bedingte Entlassung im Normalvollzug frühestens nach 15 Jahren möglich. Josef Fritzl hat diese Frist im Jahr 2023 erfüllt. Seit seiner Festnahme im April 2008 und der Verurteilung im März 2009 befindet er sich in der Justizanstalt Krems-Stein.